Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute testen wir 5 Grill-Hacks, die ihr garantiert noch nicht kennt. Seid mal ehrlich zu euch selbst und schreibt am Ende des Videos in die Kommentare, von welchen Grill-Hacks ihr gedacht hättet, die funktionieren und von welchen ihr gedacht hättet, die funktionieren nicht. Wir sind sehr gespannt, denn wir selber kennen auch noch keinen einzigen dieser Hacks. Grill-Hack Nummer 1, und das kann wirklich jedem passieren, der eine Grillparty schmeißt. Du willst deinen Holzkohlegrill zünden und stellst fest, Grillanzünder vergessen. Laut Quellen sollen genau diese Dinger, nämlich Tacos, wunderbar brennen und ein super Grillanzünder sein. Und genau das werden wir jetzt testen. Krass, also ich würde mal sagen, das funktioniert wirklich hervorragend. Das Zeug brennt und die Briketts entzünden. Grillhack Nummer 2, wir bauen unseren eigenen Chivapcici-Maker. Kurz zur Erinnerung, Chivapcici sind so längliche Hackröllchen. Und dafür brauchen wir nur eine handelsübliche PET-Flasche mit Verschluss. Füllen unser Hack hier unten rein, drücken es leicht an und jetzt kommt die Magie. Ich nehme ein Glas und für eine zerschnittene PET-Flasche ist das Ergebnis ganz gut. Haut mich ehrlich gesagt aber nicht aus den Latschen. Grillhack Nummer 3 hängt mit Deutschlands beliebtester Knolle, der Kartoffel, zusammen. Wenn ich die gleich halbiere und die Fläche auf dem Grillrost treibe, soll diese als Antihaftschicht wirken und unser Fleisch soll gar nicht mehr im Grillrost kleben bleiben. Hier haben wir den eingeriebenen Rost, hier den nicht eingeriebenen Rost. Ich bin total gespannt, ob das funktioniert. Klebt. Geht einfacher. Echt jetzt? Geht einfacher, original, ja. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Der Grillrost ohne Kartoffel drauf rumgerieben. Da hat sich's leichter wenden lassen als auf dem Teil mit der Kartoffel drauf. Grillhack Nummer 4, schon wieder ein Kartoffelhack. Ich hoffe, diesmal klappt's auch. Angeblich soll die Kartoffel in Scheiben geschnitten gegen Fettbrand arbeiten. Sprich, wenn wir Fettbrand haben, Kartoffelscheiben in die Glut und der Fettbrand soll weg sein. Ich bin sehr gespannt. Die Kartoffel ist für mich der Flop des Tages. Es ist zwar etwas weniger Fettbrand, dafür qualmt das so richtig schön und brennt nicht sauber ab. Von daher Kartoffel. Grillhack Nummer 5, das Ablöschen der Briketts. Wenn du nämlich fertig gegrillt hast, könntest du jetzt den Grill in Ruhe abbrennen lassen, hast alle Briketts verschwendet. Du könntest sie auch ersticken lassen über viele Stunden, musst dann immer noch irgendwie am Grill stehen. Es kann ja doch sein, dass vielleicht irgendwo ein Funke fliegt. Aber nein, du kannst sie auch einfach nehmen, mit einer Zange natürlich. In Wasser tunken, kurz ablöschen, es blubbert kurz. Die Briketts sind gelöscht, trocknen und du kannst sie beim nächsten Mal einfach wiederverwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann signalisiert es gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr dürft uns natürlich abonnieren, es gibt immer wieder Tipps und Tricks rund ums Thema Barbecue. Und ich schaue jetzt mal in die Kommentare, was ihr so getippt habt. Haut rein, ciao.